Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. So, wir sind schon mal ein bisschen vorgelaufen. Eine Barbarin! Lauffremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Da bist du ja. Dann geht's jetzt los. Okay. Hallo? Ein schwarzer Donnerkiefer. Okay. Let's go. Richtig Bock auf ihn. Wow! Aber die Granat, die Explosionspfeile bringt es auf jeden Fall. Autsch. Oh shit, oh shit, oh shit. Viele haben wir nicht mehr. 8 Stück haben wir noch. Autsch. Ja. Ja, zählte er? Zu spät, glaube ich. Ja, zu spät. Treffen müssen wir jetzt noch. Oh, erstmal überleben. Wir sind im Wasser, nicht ersaufen, bitte. Heilige Makrele. Oh, die hauen auf jeden Fall richtig rein. Muss man uns merken. Wenn wir das Ganze hier überleben. Habe ich auf einmal noch 12. Ich habe irgendwas an der Rüstung geändert. Keine passende Munition. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl. Oh, ganze 5 HP zieht er ab. Oh, der. Oh, im Gesicht. Rein ins Gesicht. Oioioioi. Mal gucken, was die hier abziehen. Boah, 200. Das bringt also nicht so viel. Die Berserkerfalle habe ich immer noch nicht verstanden. Der lebt immer noch. Das hat ihn nicht viel interessiert. Nice.
alles nehmen natürlich. Schauen wir mal kurz in unsere Ausrüstung rein. Inventar Outfits. Was hatte ich denn davor? Nein. Nein. Ah, die hatte ich davor. Ah. Steht zwar plus 1, ist plus 2, aber hey, passt. Willst du noch sonst was zum Looten? Hallo Maschinenjägerin. Naja, chill. Wir brauchen erstmal ein bisschen Heilung. Ich komme jetzt gleich zu euch. Gut, dass wir da reingeguckt haben. Maschinenjägerin, sprich mit uns. Hallo. Ihr Feigen. Moin. Alva, zum Glück geht's dir gut. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war in Landfall. Traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns, reinzukommen? Jo. Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für dein Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy? Du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast dein Wort gehalten. Natürlich. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Sieh her, die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Das stimmt. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Ja, warum denn auch nicht? Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch. Sicherlich. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Wenn ich darf? So großartig Pharaoh auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Richtig. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja... Ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Leicht penetrant, die Maus hier heute. Finde den Eingang. Ja. Gut, tun wir. Wie eine heiße Quelle.
reicht bis ganz nach unten. Warum das Magma oder so? Etwas düstere Kulisse. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Ja, das haben wir schon von 8 Kilometern gesehen, dass da oben ein Loch ist. Ja, so könnte ich reinkommen. Ein bisschen Strömung scheint hier zu herrschen. Aber das kriegen wir hin. Ist auch nichts an und gar nichts. Ja, nix. Okay, der Tunnel scheint tief an das Gebäude zu führen. Da hinten. Dreht es sich jetzt für Etappen? Ja. Okay. Dass die Elektrizität da unten funktioniert, ist zwar ein bisschen wunderlich, aber hey. Wollen ja nicht kleinkariert sein. Okay, ich bin drin. Wie lasse ich die Quen rein? Sieht wie ein Fitnessstudio aus. Nice. Aufstellen ist immer gut. Bereich. Und ziemlich groß. Okay, hier gibt's Loot. Sehr schön. Natürlich gehen wir raus, liebe Aloy. Ausstemmen. Bleibt das guter Loot. Das ist das Goldene, glaube ich. Ja, Adlerauge, wa? Durch die Tür, Röntgenblick. Loot natürlich, wer weiß, was auf uns zukommt. Und hier für die Laserratten. Alter. Okay. Ich scanne eigentlich immer nur auf Zahlen, wegen irgendwelchen Codes. Mit meinen Augen. Einmal durchgescannt. Ja, okay, könnte was sein, könnte nichts sein. Ja. Na da. Guter Loot. Das hier hatten wir schon, oder? Okay, hatten wir glaube ich schon. Okay, da hinten geht's weiter, aber wir gucken mal hier. Ich weiß, wie ihr alle sind von Kriolis vorzeitigem Tod erschüttert. Er war ein spiritueller Mann, der sich nicht scheute, den Vorhang wegzureißen und in Abgründe zu blicken. Okay. Ich habe Dr. Somtao gebeten zu untersuchen, was mit ihm passiert ist. Ich bin sicher, dass er irgendein Leiden gehabt hat. Doch das Wichtigste ist, auch wenn wir ihn vermissen, machen wir weiter. Es kommt alles wieder in Ordnung. Okay. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht geklappt hat. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Oh ja. Das sieht wie eine Zugangskontrolle aus. Ah, gut. Eine Notausgangsfunktion.
Oder was läuft das? Oh, jetzt kommen die anderen auch rein. Sehr schön. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Na, immer. Gab nicht dabei. Ich wusste, du schaffst es. Immer Hoffnung. Was ist hier los? Und so. Der CEO macht sich bereit für Theben. Okay. Alles klar, CEO. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Farrow, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Birk. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Birk, ich brauche sein Birk, letztes Testament, Birk. Seine dunkelsten Geheimnisse. Birk. Und jetzt, da die Tür geöffnet Nein, ist, Quatsch. Sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer, der Größte der Ahnen, der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du... Du verstehst, Sobek. Du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Nope. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein. Nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Oder was? Sonst was. Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Ich trage deine Kleidung. Ich wusste, dass ich ihn hasse. Wie denn aus, Alter? Sehr gut. Fahren wir fort? Ungern. Schau dich hier um. Wie prächtig. Pharaohs Gebiet. Okay, liebe Leute, das war es an dieser Stelle. Recht merkwürdig, aber ist okay. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Supportet.